Hallo zusammen und schön, dass ihr zu einem Video von mir eingeschaltet habt. Mich lässt der Dyson Airstrade aktuell nicht los. Es ist mein absolutes Lieblingsgerät und ich benutze es aktuell super intensiv. Und da viele von euch mich gefragt haben, ob man damit eben auch Locken machen kann, habe ich einfach nochmal ein paar verschiedene Dinge mit dem Gerät ausprobiert und muss sagen, so ganz klassisch Locken machen hat bei mir nicht geklappt. Ich glaube, dass es auch mit dem Luftstrom etwas schwierig wird. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass man mit der Rundbürste sich ein paar schöne Locken reinführen kann. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ihr auch ein schönes Styling mit der Rundbürste und dem Dyson Airstrade hinbekommt. Ich habe ja bereits ein sehr detailliertes Video zum Dyson Airstrade gemacht, deswegen wird es heute nicht im Detail um das Gerät gehen. Wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt, dann schaut doch auf jeden Fall in mein Review-Video zum Dyson Airstrade. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox, sondern in diesem Video wird es in erster Linie um das Styling mit der Rundbürste gehen. Ich würde sagen, wenn euch das interessiert und ihr da Lust drauf habt, dann solltet ihr jetzt auf alle Fälle dranbleiben. Weil mich einige von euch danach gefragt haben, natürlich nehme ich immer einen Hitzeschutz, bevor ich meine Haare mit Hitze behandle oder eben auch style. Und da nehme ich aktuell super gerne das GHD Heat Protect Spray Bodyguard und gucke, dass ich das gleichmäßig in meine Haare sprühe. Und dann schaue ich, dass ich mit der Bürste die Haare nochmal gut durchkämme. Dadurch kann sich der Hitzeschutz auch nochmal richtig gut in den Haaren verteilen. Und dann nehme ich mir den Dyson Airstrade und stelle ihn in den Nassmodus ein und trockne meine Haare erstmal auf 140 Grad so ein bisschen vor. Zum Föhnen mit der Rundbürste achte ich immer darauf, dass die Haare handtuchtrocken geföhnt werden und dann nehme ich mir die Rundbürste zur Hand und fange mit dem Styling an. Ich achte immer darauf, dass der obere Bereich der Haare erstmal richtig gut geföhnt wird, weil der obere Teil der Haare im Ansatzbereich einfach deutlich langsamer trocknet als der Rest der Haare und erst wenn die Haare fast trocken sind, kann man sie einfach am besten in Form föhnen. Und ich gucke, dass ich unten immer die Bürste nochmal so ein bisschen eindrehe, damit die Strähnen Volumen bekommen. Lasse das Ganze auch nochmal kurz auskühlen. Durch den Auskühleffekt könnt ihr natürlich nochmal ein bisschen mehr Volumen in die Haare reinzaubern. Und ratzfatz mache das auch auf der anderen Seite. Und da schaue ich auch wieder, dass ich schwerpunktmäßig natürlich im unteren Bereich die Haare style und im oberen Bereich gucke, dass ich die Haare gut trockne und gucke, dass da jegliche Restfeuchte einfach auch draußen ist. Und dann lassen sich die Haare super gut mit dem Gerät stylen. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, dass es mit dem Dyson Airstrade einfach so ein bisschen unhandlich sein könnte. Und beim allerersten Mal war es tatsächlich auch so, da kam mir das so ein bisschen komisch vor. Er lag irgendwie ein bisschen komisch in der Hand. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann funktioniert das wirklich richtig gut. Und man kann die Haare echt nochmal so schön in Form föhnen. Kann am Ansatz, indem man einfach die Strähne so ein bisschen nach oben zieht, auch nochmal am Ansatzvolumen generieren, was ich jetzt nur vereinzelt auch gemacht habe, weil ich einfach drauf geguckt habe, dass ich im unteren Bereich irgendwie eine schöne Welle reinföhnen kann und die Haare einfach unten nochmal so eine richtig schöne Form bekommen. Achtet drauf, wenn die Haare trocken sind, könnt ihr natürlich auch in den Trockenmodus umschalten. Im Trockenmodus gibt es auch nochmal die Boost-Funktion. Die Boost-Funktion ist die höchste Hitzestufe, die das Gerät im Trockenmodus eben auch hat und damit kann man wirklich mit maximaler Hitze die Haare stylen. Ich persönlich nehme nicht immer den Boost-Modus. Jetzt beim Föhnen war er mir ein bisschen zu heiß, also beim Föhnen mit der Rundbürste. Beim Glätten ganz klassisch habe ich da auch schon öfter die Boost-Funktion genommen, weil ich finde, dass die Haare damit super schön glatt werden. Aber jetzt gucke ich einfach, dass ich mit den 140 Grad gut zurechtkomme und wie ihr seht, meine Haare können damit problemlos gestylt werden und das Ganze funktioniert richtig gut. Die Rundbürste, die ich zum Styling verwendet habe, ist aktuell meine absolute Lieblingsrundbürste. Die habe ich tatsächlich meiner Friseuse nachgekauft und ich muss sagen, seit ich sie habe, liebe ich es, meine Haare mit der Rundbürste zu föhnen, weil zum einen die Haare wirklich so gut während dem Föhnen gekämmt werden, jegliche Knoten aus den Haaren rauskommen und die Haare einfach eine so schöne Form auch bekommen und sie sich so gut damit stylen lassen und ich mache keine Werbung dafür, sondern ich habe mir die selber gekauft und teile das mit euch, weil ich einfach so zufrieden damit bin.
Am Ende gebe ich in meine Haare auch nochmal etwas Haaröl rein, damit die Spitzen einfach so ein bisschen gepflegt werden. Das Ganze einfach nochmal, ja, ich sag mal, mit etwas Feuchtigkeit versorgt wird. Da nehme ich mein Haaröl von Alverde und dann bin ich auch nach 20 Minuten mit dem Styling durch. Das Styling mit dem Dyson Airstraight und der Rundbürste hat richtig gut geklappt und ich habe knapp 25 Minuten für das Styling gebraucht, also sprich von nassen Haaren zum trockenen Zustand und bis sie eben auch ein schönes Styling und auch Volumen hatten. Ich habe mir das ehrlicherweise ja gar nicht so easy vorgestellt, weil ich einfach dachte, wenn man das Gerät so in der Hand hat und so föhnt, ist es vielleicht dafür doch ein bisschen sperrig, aber es hat an sich ganz gut geklappt, aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen dran gewöhnen. Das ist schon eine Umstellung. Ich glaube, einen Föhn hat man irgendwie ein bisschen anders in der Hand, aber es funktioniert, es tut, was es soll und es sieht dabei auch noch gut aus und die Haare haben wirklich einen schönen Glanz, fühlen sich total geschmeidig an und so konnte ich durch das Föhnen mit der Bürste einfach nochmal ein bisschen mehr Volumen reinbringen, wie ich es jetzt beim klassischen Glätten zum Beispiel in den Haaren hätte. Ich bin gespannt, ob euch der Look gefällt und bin gespannt, ob ihr es zu Hause auch mal ausprobiert oder seid ihr eher diejenigen, die am liebsten ganz klassisch glätten und da gar nicht viel drumherum machen. Schreibt es mir gerne ins Kommentarfeld. Ich finde den Austausch immer ganz spannend und natürlich interessiert mich auch brennend, wer von euch den Dyson Airstraight schon zu Hause hat und wie zufrieden ihr damit seid. Und vielleicht, falls ihr nicht zufrieden damit seid, teilt es doch auch unbedingt in den Kommentaren. Das ist sicherlich für unsere Community und für jeden, der dieses Video anguckt und gerade überlegt, ob er sich den kaufen soll, sicherlich sehr spannend. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich freue mich auf euch und verabschiede mich jetzt aus diesem Video.